20 is, ladies and gentlemen, that green is good. Heute ist Montag, der 7.3.2016 und allein weil heute Montag ist, geht's mir besser. Ist verrückt, oder? Aber ich liebe Montage. Irgendwann werde ich einen Vlog drehen, nur über die Liebe zum Montag oder so ähnlich. Keine Ahnung. Aber dazu muss ich erst rausfinden, warum ich Montage so liebe. Gutes Wetter, regnen soll es nicht, Sonne ist draußen. Kalt ist es allerdings. Wie viel Grad sind es? 14, weil die Sonne aufknallt. Was sagt denn die App? Cookie, was hältst du davon? Cookie, was hältst du davon? Wie du den Kopf überdrehst, ich finde es so lustig. 2 Grad, krass, 12 Grad nur wegen der Sonne. Naja, 2 Grad nur. Und meine gefütterten Laufhosen habe ich noch nicht gewaschen. Die liegen da noch vor der Waschmaschine rum. Was hältst du davon, wenn wir laufen gehen? Statt große Gassi-Runde gehen wir wieder joggen? Ist das ein Deal? Dann zieh ich normale Laufklamotten an. Also zumindest normale Laufhosen. Die sind zu dünn, aber das merke ich ja. Wenn es mir zu kalt ist, breche ich früher ab. Oben kann ich halt warm dann ziehen. Glaubst du, mach ich das? Wir sitzen schon im Auto und warum habt ihr nicht gesehen? Weil die GoPro wieder nicht aufgenommen hat, aber die hat mich auch nicht gefunden. Scheiße. Bitte backen, ist kalt und wärm. Schon wieder schön, wie die Taxis hier mitten im Kreuzungsbereich stehen. Richtig kommt die Sonne nicht durch. Beziehungsweise wird er durch die Sonne erst wieder richtig neblig. Aber soll ein richtig schöner Tag werden. Und die nächsten Tage soll auch nur Sommer sein, bis Freitag, glaube ich. Samstag, Sonntag wieder Regen. Aber Wochenende stört mich das überhaupt nicht. Ich hasse es. Ich hasse es von Rantastic. Da willst du deine App starten, weil du laufen gehen willst und dann wird dir erstmal Werbung angezeigt. So ein Scheiß, Alter, ehrlich. Ich zahle Kohle dafür, dass ich bei Rantastic bin. Ich habe einen Pro-Account und trotzdem wird mir immer so ein Scheiß angezeigt. Und wer den Code hier haben will, geschenkt. Da hinten im Wald sägen sie und ich hoffe, die sägen nicht am Wegesrand irgendwie, dass ich da in Ruhe mit Cookie vorbeikomme. Und hoffentlich ist es nicht der Förster selbst. Guck, die passt auf, dass ich die Kamera nicht vergesse. Ich krieg schon wieder einen Hass. Ich habe gerade einen Snap aufgenommen, ein Snap-Video vom See hier und danach wollte ich noch kurz 3 Sekunden Video aufnehmen mit dem iPhone. Ich habe es noch gestartet, als ich Stopp drücken wollte,
ging das Telefon aus. Wenn der Akku war, als ich los bin zu Hause, auf 92%. Naja, und ich bin jetzt ein bisschen über 2 Kilometer gelaufen, ab und zu mal hin und her, weil ich die GoPro um vorhin gestellt habe. Deren Akku auch bald leer ist, glaube ich, hier. Nee. Naja, jetzt sei erstmal zum Auto und GoPro aus, damit ich noch was aufnehmen kann. Ne? Wenn ich letztes Mal dachte, ich bin schlecht, diesmal war ich wirklich schlecht. Ich weiß auch nicht, lief nicht. Außerdem, aber ich kann jetzt noch nicht mal sagen, wie die Zeit war, weil der Telefon unterwegs ausgegangen ist. So ein Hass. Schon erstaunlich, dass es sofort wieder angeht. Vielleicht ist es doch nur abgeschmiert worden. Keine Ahnung. Mal sehen, aber wir sind mal gespannt auf den Akkustand. Cookie, du sitzt sehr dekorativ da. Das ist schön. Da, schaut mal den Akkustand. 86%. Naja. Spricht irgendwie dafür, dass es nur abgeschmiert ist. Was genauso scheiße ist. Als sie gerade hochkam, stand vor der Tür ein Bauingenieur und ein Nachbar von unten, der bei Starkregen Stromausfall hat. Dieses Haus hier ist, wie ganz viele Häuser hier auf der Insel, nur schnell hochgezogen, um schnell Mieter und Ferienwohnungen reinzubekommen und um schnell Kohle zu machen. Das ist echt ein Problem. Da muss man, wenn man hier auf der Insel ein Haus kaufen will zum Beispiel, da sollte man sehr genau darauf achten, was man kauft, und auch wenn man nur Mieter ist, sollte man sich die Wohnung genau anschauen. Naja, aber bei Starkregen steht der Keller unter Wasser, steht hier oben die Terrasse unter Wasser. Der Mieter unten, wie gesagt, hat Stromausfall, wenn es sehr stark regnet, weil dann irgendwelche Leitungen einen kurzen haben, dann springt die Sicherung raus und dann hat er keinen Strom. Ja, Wahnsinn. Genießt du wieder die Sonne? Sehr gut. Warum muss das Kanalbild von YouTube eigentlich 2560x1440 Pixel sein? Also so hier ungefähr, ne? Wenn man eh nur so einen schmalen Streifen da oben sieht. Schaut mal, können wir die Stelle mal sehen? Ja, könnt ihr. Ich hab mir... Oh, sorry. Da bin ich heute beim Laufen... Beim Laufen zweimal mit der Innenseite vom Hacken links, also der Schuhkante, zweimal gegengeschlagen. Deswegen war das offen. Also so eine kleine Hautabschürfung da heute. Zweimal an derselben Stelle, wo ich mich schon gewundert habe, was, weil es ja doch irgendwie außergewöhnlich ist. Und ich mich schon fragte, ob ich jetzt auch so eine Fußfehlstellung habe oder irgendwie so, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich jetzt zweimal gegengehauen. Ich habe es halt gemerkt, es hat wehgetan, und zu Hause habe ich dann hier gemerkt, dass die Haut abgeschürft ist. Und auf Arbeit heute ist mir das nochmal passiert. Auch an dieser Stelle wieder. Merkwürdig. Ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall... Aua. Mehr habe ich heute auch nicht, und jetzt muss ich mich schon ins Video setzen. Weil morgen früh habe ich gar nicht so viel Zeit, und also war es das für heute, und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Video. Tschüss. Ich mich auf Mittagsschlaf am Mittwoch und am Donnerstag. Das steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste.
unbedingt erledigen. Mittagsschlaf.